So, Hooray! ha ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe einer neuen von Spoiled. Wir haben uns dieses Mal eine Serie angeschaut, wobei es lief auch auf manchen Internetseiten unter Miniserie, aber jetzt wurde ja Ist doch eine angeblich. Miniserie. Achso, stimmt, es gibt eine neue Serie. Aber Aber es ist. Moment, 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 Preisfrage, Sarah. Ich wollte. Ja, Preisfrage. bitte? Ja, Was ja. geht in 45 Tagen, 22 Stunden, 32 Minuten und 56 Sekunden los? Da du das so genau weißt, gehe ich davon aus, dass es etwas Wichtiges ist. Also, Twin Peaks. Richtig, ich habe gerade die Countdown-Seite entdeckt im Internet. Geil. Die sollte man immer offen behalten. Ja. 45 Tage sind keine 2 Monate mehr, Morbo. Ich weiß, wird immer besser. Das ist schon krass. Ja, aber darüber reden wir heute noch nicht. So viel haben wir noch nicht gesehen von der neuen Twin Peaks Staffel, als ob wir darüber reden können. Doch, Stunden haben wir schon. Ja. Wir haben schon von David Special Footage bekommen. Ja, vor allem von ihm selber, also wo Also er. ständig von ihm selber, er ist einer unserer Partner. Ja, aber auch wo er selbst vor allem zu sehen ist, meinte ich. Also er spielt dann auch damit. Auf jeden Fall werden wir jetzt gesucht. Wir werden gesucht, genau. You Are Wanted heißt die Serie. Es wurde, habe ich aus ganz zuverlässigen Quellen gehört, nämlich von Stefan Lorenz, eine zweite Staffel bestätigt. Ja, das wurde jetzt Das hätte ich offiziell dir auch bestätigt. mitteilen können. Ja, du bist auch eine sehr zuverlässige Quelle, Jan. Ich wollte dich nicht übergehen an dieser Stelle. Okay, ich habe es von verschiedenen zuverlässigen Quellen jetzt mittlerweile gehört, dass es eine zweite Staffel geben wird. Schweigölfer zieht nach, macht noch eine. 6 Folgen waren es, glaube ich, jetzt in der ersten Staffel. Also die, ja, wir schreiben das Jahr 2017 und historisch die erste, meines Wissens nach zumindest, die erste deutsche große produzierte Serie für einen Deutsch. Streaming, Deutsch für einen Streamingdienst, und zwar Amazon ist das an der Stelle, und Deutsch ist sie auch noch, Deutsch. und spielt auch in Deutschland mit deutschen Schauspielern und einer sehr deutschen Handlung. Die Rede ist von You Are Wanted, ihr habt es vielleicht gesehen. Ist wirklich eine deutsche Handlung, das muss man schon mal sagen. Also ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so war, aber hierzulande, wo Jan und ich leben, da wurde das groß plakatiert. An so ziemlich jeder Bushaltestelle konnte man Matthias Schweighöfers Antlitz bewundern. Also ich war halt noch nicht, ich war halt nicht am Potsdamer Platz die Tage, da war bestimmt, weil Potsdamer Platz ist halt so ein riesiger Ja. Banner, der hing halt ewig lange, dieses Santa Clarets Diets Poster, das musste dann irgendwie abhängen, weil sie es zu widerwärtig fanden für offizielle Werbung. Zu widerwärtig waren da Körperteile auf dem Ja, Bild. ich glaube, da waren halt, es war halt durch so eine Pommesbox oder so und dann waren halt schon Pommes halt Finger oder so drin, also Ah, es ja. waren halt waren die Leute anstoßig, aber ich bin mir sicher, dass da der Matthias jetzt eine Weile hängt. Also ja, Ja, der man muss Matthias, schon den Sorgen mögen haben. sie. Den mögen sie. Das ist, der wohnt ja, glaube ich. Wohnt der in Berlin? Ja, ich glaube schon, ne? Die wohnen ja alle in Berlin, meistens. Ja, weil Fast seine alle. Produktionsfirma sitzt, glaube ich, mit Hauptsitz in München. Ach, who cares? Ja, die hat ja auch, ich vergesse, habe jetzt den Namen leider. Ich hab mal bei einer Filmproduktion gearbeitet und nebenan war die Filmproduktion von Til Schweiger, aber er war nie da. Was haben die denn Schweiger zu der musste Zeit? auch nur in die Filme und Serien reingeschnitten werden. Der hat Genau. einmal in seinem Leben den Text gesagt, dann wird das alles so zusammengeschnitten. Der muss wahrscheinlich den Text nicht mal sagen, weil den versteht man eh so schlecht. Dann nimmt man einfach irgendwelche anderen Aufnahmen aus anderen Filmen, die er Aber das Ding gemacht ist, hat. You Are Wanted spielt ja auch in Berlin. You Are Wanted spielt in Berlin, das stimmt. Weißt du denn, was die damals Oh. gedreht haben bei der Til Schweiger-Geschichte, als du da warst? Was war da so Nee, gerade das aktuell? war nachdem dieser. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja gut, nee, ist ja auch nicht so wichtig, aber hätte ja sein können, dass du das mitgekriegt hast, weil You are wanted. in Kein Ohrhasen hat ja zum Beispiel Matthias Schweighöfer auch mitgespielt. Wäre You are wanted so cool gewesen, also cool, sag ich. Na, sagen wir mal so hip gewesen, wenn es zum Beispiel in Bremen gespielt hätte. Kennt keine Sau, ich weiß. Bestimmt. Ja, verstehe. Ja, Bremen ist ja das Berlin des kleinen Mannes. Ja. Also wir haben, glaube ich, eine ähnlich hohe Arbeitslosenquote und auch einen ähnlich hohen Anteil an Migranten zum Beispiel. Also Berlin Ja, und ähnlich Bremen hohen sind sich Anteil ja. an Neureichen und Reichen. Ja, genau. Und Berlin war ja auch mal ein Stadtstaat, möchte ja vielleicht auch wieder einer werden. Natürlich. Und daher so viele Gemeinsamkeiten eigentlich. Ja, aber ich glaube, an Regierungsgebäuden habt ihr ein paar mehr als wir. Das.
Ja, You Are Wanted, ich habe böse Zungen haben Vergleiche gezogen, oder auch vielleicht nicht so böse, aber verschiedene Zungen haben Vergleiche gezogen zu zum Beispiel Mr. Robot und 24. Und nein, würde man auch niemals vergleichen. Also ich habe eher einen Vergleich zu Hack, dem Film, gezogen. Ich denke mal, da gibt's einige Vorbilder, aber ich finde das auch gar nicht so schlecht eigentlich, also dass man sich vielleicht ein bisschen an, weil aus Deutschland gibt's ja nicht so viele Genre. Aus anderen Ländern bedient, weil aus Deutschland gibt's ja nicht so viele Genre Beispiele, wo man hätte eventuell sich inspirieren lassen können. Von daher kann ich das schon verstehen, dass da Matthias Schweighöfer und Konsorten eventuell ein bisschen über den großen Teich geschaut haben und sich da die ein oder andere... Ja, sagen wir so, es ist ja heutzutage gang und gäbe. Ich meine, zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, im Kino läuft jetzt dieser Live-Film. Also tut mir leid, also ohne, dass ich ihn gesehen habe, aber das ist für mich 1:1, klingt ja für mich wie Alien. Also, ja, aber zumindest im Trailer habe ich jetzt nicht so viel Aliens gesehen, aber zumindest klaustrophobische Zustände auf einer Raumstation. Alien, sie fliegen im Grunde und entdecken ein außerirdisches Lebewesen. Ja, aber weißt du, Alien hat ja auch funktioniert. Und wir wissen ja, Hollywood-Studios und auch nicht nur in Hollywood, wenn etwas schon mal bewiesen hat, dass es klappt, dann macht man es vielleicht auch nochmal so, ja, anstatt was ganz Neues. System. Ja, genau. Deswegen finde ich das, gar nicht so schlimm. Genau, ich finde das auch nicht so schlimm, dass jetzt da vielleicht Parallelen sind. Also ich bin froh, dass es nicht so wie komplett wie Mr. Robot wäre, weil dann hätte ich wahrscheinlich nicht so einen Bock an die Serie gehabt. Ich würde auch sagen, es geht mehr in Richtung 24 oder Prison Break oder so. Es ist mehr so actionlastig und Aber dass der Punkt ist, der amerikanische Markt hat mehr davon und der deutsche Markt eben nicht. Das muss man mal ganz klar festhalten. Ich habe gelesen, dass die Serie wohl auch für den englischsprachigen Markt nachsynchronisiert wurde sogar oder so. Nee, die machen einfach ein Remake. Mit Vince Vaughn und Colin Farrell. ja, vielleicht, mal gucken, aber also einer von beiden spielt dann die Caroline Herford-Rolle oder vielleicht Colin ist Matthias Schweighöfer und Vince Vaughn macht dann die Caroline. Nein. Oder den Tom Beck. Der Tom Beck spielt ja dann auch letztendlich eine wichtige Rolle. Tom Beck, bekannt aus Knallern wie Alarm für Cobra 11 in Deutschland. Spoiler-Alarm an dieser Stelle schon mal. Also die Sendung heißt Spoiled, weil wir auch über verschiedene eventuelle Twists und Enden der Serie berichten oder Cliffhanger. Tom Beck stellt sich ja als der Bösewicht heraus hier in dieser, oder als einer der Bösewichte in dieser Sendung hier. Ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Folgen erst vor ein paar Tagen mir angeguckt, die anderen hatte ich davor gesehen. Es waren ab und zu so Sachen, wo ich auch richtig gehuckt war, wo ich dann auch kaum aufhören konnte zu schauen, aber ich muss jetzt sagen, vielleicht lag es auch an der längeren Pause. Als ich jetzt die letzten zwei Folgen gesehen habe, war ich jetzt nicht mehr ganz so heiß wie vielleicht vorher. Hat vielleicht ein bisschen bei mir nachgelassen, die positive Stimmung. Ich finde die Serie jetzt nicht kacke oder so, aber es ist jetzt nicht, meiner Meinung nach, das qualitativ hochwertige Glanzwerk. Ich finde es alles sehr technisch, da muss man sagen, das ist so das Positivste, finde ich, an der Serie, was die Kameraschnitte und auch die musikalische Untermalung und sowas angeht. Also der Stil, das finde ich schon ganz gut. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben, habe ich das Gefühl gehabt. Sogar was die, in Anführungszeichen, Stunts oder Tricks oder was da auch immer vorkam angeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jetzt schauspielerisch fand ich, war es jetzt nicht so der Burner und Also schauspielerisch kann ich für mich selber sagen, war das klassisch deutsch gespielt. Das ist wahrscheinlich nicht so positiv. Manche hassen es, anderen ist es egal. Ich gehöre zur letzteren Sorte. Ich fand die Serie jetzt auch nicht weltbest, aber konnte sie ganz gut gucken, bis es da, also bis, wie bei dir auch, fällt mir gerade so ein. So die letzten zwei Folgen, da habe ich mich auch schwer getan, da kam nicht irgendwie so ein halber Handlungsstrang dazu, der mal wieder so richtig typisch deutsch war und das war mal so gar nicht meins. Aber dazu gerne später denn? Mehr. Ich, also. Jetzt schon sagen. Ja, willst du schon sagen oder wollen wir erstmal? Ich kann es auch schon sagen. Sag mal. Gut, das geht um den Handlungsstrang, dass halt dieser werte Tom Beck, der dann ja, der Frau von unserem Herrn Schweighöfer, ja,
ein bisschen zu nahe kommt, der den Teil des Lebens von Schweighöfer auch in diese Richtung zerstört, dass er an seine Frau rankommen kann. Und dieses ja, ich will ihm sein Leben zerstören, aber ich will auch irgendwie an seine Frau ran, ist für mich mal wieder so das typisch Deutsche gewesen. Und das war mal wieder für mich so eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, könnt ihr sowas nicht mal lassen, liebe Deutsche? Ich frage mich, ich habe mich ein bisschen gefragt, der muss beim BND unheimlich wenig zu tun gehabt haben, dass der einen ganz anderen Job noch nebenbei machen konnte, wo er praktisch den ganzen Tag in so einer Grafikdesign-Spielunke abgehangen hat. Und er war ja da auch der Chef, das heißt, das muss er ja eine Weile aufgebaut haben, dieses ganze zweite Ich. Hat er sich schon Mühe gegeben. Da muss ich jetzt kurz in die Bresche springen. Er hat sich doch aber eigentlich an die Frau angemacht, um an das Kind zu kommen und dem Kind sozusagen diese Bombe unterzujubeln. Ja, da wären wir ja schon an einer der größten aber Knackpunkte für mich. Ich fang mal ganz am Anfang an. Okay. Ich muss sagen, ich muss jetzt mal wirklich ein Lob aussprechen von der Hinsicht her, dass ich selten eine Serie, auch wenn es nur 6 Folgen war, so schnell geguckt, aber ich habe die wirklich an einem Tag geguckt. Und ich wollte wirklich nur so... Und hast live getickert Folge. Auch noch währenddessen. Ja, aber ich habe das wirklich an einem Tag... Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das so schnell weggucke. Ich habe halt irgendwie an so einem Sonntagmorgen die erste Folge geguckt und dachte mir, boah, wahrscheinlich finde ich es bestimmt voll scheiße und fuck you, Schweighöfer, und du hast es versaut. Und das war es, ne? Das Gegenteil. Ich fand es wirklich absolut unterhaltsam. Ich gebe absolut recht, dass die ersten 4 Folgen stark sind und dann gibt es einen leichten Abfall. Ich finde, es gibt halt einfach diesen Mega-Cliffhanger, als er in dieser Wohnung ist und dieser Typ, der ihn eigentlich dazu in die Scheiße reitet, erschossen wird. So, das fand ich glaube, das habe ich geschrieben und da hast du auch Saga gemeint, dass er mega gehuckt war auf einmal. Ja, an der Stelle fand ich es auch noch ziemlich cool. Ich fand auch diese ganze Geschichte mit Caroline Herford, diese Dynamik fand ich auch ganz spannend, aber irgendwie gerade da, das verläuft total im Sande und dann das Ende ich finde auch, muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das an meinen persönlichen Präferenzen liegt, aber ich hatte ganz klar das Gefühl, dass Caroline Herford mindestens 2 Klassen schauspielerisch über allen anderen, ich hatte das Gefühl, sie versucht wirklich einen ernsthaften, glaubwürdigen Charakter zu spielen, während alle anderen so halb Soap-mäßig irgendwie unglaubwürdig... Ich muss jetzt da mal zwischenfragen, welcher Charakter war... Sie ist die Motorradfahrerin, die auch wohl erpresst wird mit ihrem... Klar, die mit dem Bruder. Genau, wo nachher genau der Bruder noch kommt, der auch irgendwo aus dem Nichts auf einmal da ist und dann ist sie tot und... Der Bruder und war auch Pferd, totaler Pferd. Hat mich nicht so, das fand ich nicht so geil. Der Witz ist, ich könnte genau das Gegenteil sagen. Ich könnte jetzt sagen, die Caroline hat overacted, alle anderen haben es auf normalem Niveau gemacht. Ah. Also man kann sich da kann sich darüber streiten. Ja, denn klar. Ich gebe dir und ich gebe auch Jan recht, so wie das Sache inszeniert ist. Und ich hatte ja auch so einen Artikel mal in dieser Gruppe bei euch gemacht, da wird das auch gesagt. Die Serie ist halt letztendlich eine Schweighofer-Serie und Schweighofer macht eine Schweighofer-Serie draus. Und das ist letztendlich nicht mehr und nicht weniger. Also ich meine, ich habe nie großen Film, ich glaube, ich habe mit meiner Ex-Freundin habe ich mal einen Film ihr zuliebe geguckt, irgendein Scheiß mit Schweighofer und das fand sie toll, oder ich nicht. Wir waren bei schauspielerisch, Caroline Herford, du wolltest irgendwas? Ja, ich finde halt, also ich glaube, ich frage mich halt, wie hätte man es anders machen können, weißt du? Weil ich glaube, man kann letztendlich nicht anders. Also zum Beispiel, mein Ding ist auch, ich habe ja irgendwann immer auch in dem Chat geschrieben, ich hoffe, die Serie endet so, wie ich mir wünsche, aber sie endet nicht so. Was hättest du dir denn gewünscht? Das kannst du ja an der Stelle Ich hätte mir gewünscht, dass es ein fieses Ende ist. Also, dass man sozusagen das Schweighöfer, man denkt, oh ja, er wird so bedroht etc., aber dann kommt halt doch irgendwie Scheiße raus und dann ist er vielleicht, also es wären so vielleicht so ein bisschen doch Mr. Robot, dass er vielleicht irgendwelche Sachen im Kopf sieht und die gar nicht da sind und er das Ganze manipuliert oder so. Ja. Aber am Ende war halt er der Engel und ich meine, das Ende fand ich furchtbar. Diesen Scheiß, wo er dann an diesem PC sitzt und die Daten rausschickt. Das war ja, unfassbar. Vor allem wird er ja dadurch selber zum Bösen. Da habe ich mich schon gefragt, wie zur Hölle will er daraus jetzt bitte noch eine zweite Staffel machen? Das stimmt, weil er ist ja dann auch selber am Arsch und er schickt ja alles raus und naja. Na, ich denke mal, in der zweiten Staffel wird dann irgendwie wieder irgendein Regierungsmensch oder so kommen und versuchen da das zu deckeln. Macht sich wieder also, seine Frau ran. Ich plädiere ganz klar dafür, da Amazon und die Regierung und die alle uns ja sowieso gerade zuhören, dass die bitte die zweite Staffel ohne Schweighöfer drehen. Einfach einen neuen Strang, jemand anderes, der gehackt wird und dann ist gut. Und ja, aber ich will, halt ja, was ist ja, das Problem ist ja, dass Schweighöfer auch in ganz großen Maße für die Geschichte und das Drehbuch und so weiter verantwortlich ist.
Und ich muss nicht mal sagen, dass er für mich schauspielerisch schlecht herausgestochen hat. Das lag dann, also ich fand, da waren auch viele Schwächen einfach im Drehbuch. Ich fand zum Beispiel ganz furchtbar auch diese Reaktion oder Nicht-Reaktion von seiner Frau, als sie das erste Mal mitbekommt, dass der Typ, der angeblich ihr Chef ist, auch der Hacker ist, wo sie dann im Fahrstuhl runterfahren und dann sie einfach nur, aha. So, guckt einfach nur. Und ich denke mir so, Alter, was ist das denn? Darauf haben wir jetzt so irgendwie 5 Folgen hingearbeitet, dass das aufgedeckt wird, dass dir das klar wird. Und so, du hast eben noch mit dem rumgemacht. Du müsstest jetzt irgendwie dich übergeben oder irgendwas oder zumindest irgendwie so halb Gefühlsausbruch oder irgendwas, dass sich da mal irgendwas abspielt. Nö, da wird nie wieder drauf eingegangen. Ach ja, okay. Ja, gut, ne. Habe ich mich in dem Mensch getäuscht? Ja, kann mal passieren. Ach, weißt du. Scheiß Menschen, so sind sie. Ich wollte dich zwar für ihn verlassen, aber mein Gott. Aber mein Gott, ich weiß, es ist ein Typ, der hat mir Aufmerksamkeit geschenkt. Der hat jetzt auch keine Charaktereigenschaften, die irgendwie positiv oder negativ waren. Ich mag halt Männer, die so geheimnisvoll wirken und so, ja, kann passieren, genau, ne? Die auch gleichzeitig noch unser Kind eine Bombe andrehen, was ja, ich schreibe jetzt mal ein Ghost-Skript. In diesem Ghost-Skript ist die werte Frau von Herrn Schweighöfer in der zweiten Staffel die neue Böse. Also, ich wusste das alles schon und sowas. Also, wie gesagt, abgesehen von der Schauspielerei war für mich auch im Skript der größte Schwachpunkt nicht mal irgendwelche Handlungsstränge, die so vielleicht nicht so viel Sinn ergeben haben, sondern vor allem, dass die Charaktere für mich total eindimensional waren. Ich hatte überhaupt nie das Gefühl, dass da irgendeine Art Chemie ist zwischen ihm und seiner Familie. Ich fand ihn auch nicht sympathisch oder irgendwas. Und ganz schlimm fand ich dieses Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man keinen besseren Schauspieler gefunden hat in dem Alter. Also, bei aller Liebe für das Kind, total der nette Mensch und so weiter, aber ey, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, ist das ein furchtbares Kind, das ist so, die ganze Zeit guckt es immer nur gelangweilt irgendwie und ja, nee, ich habe keine Lust. Was ich schade finde, aber das ist nicht schlimm, ich habe mir nämlich gedacht, dass ich die Serie eigentlich ganz okay finde und wenn wir darüber reden, machen wir es wieder total kaputt. Es tut mir leid. Das habe ich auch gerade überlegt. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Nee, ich verstehe das ja auch. Das ist ja Witz genauso. Wir gehen ja teilweise mit, das ist ja das Komische dran. Ich will ja auch, also ich würde ja auch die zweite Staffel... Das ist übrigens die umgekehrte Logik bei Trash-Filmen. Ja. Die sind vielleicht gar nicht so lustig, aber wenn wir darüber reden, ist es super lustig. Ja. Und bei You Are Wanted war es eigentlich ganz okay, aber darüber reden, denk mal, was für ein Scheiß. Ich würde die zweite Staffel auf jeden Fall gucken. Ja, also ich würde die auch auf jeden Fall gucken. Gar kein Ding. Allein schon deswegen, weil Tom Beck nicht mehr mitspielt. Das findest du schon mal das sehr Positives. Tom Beck war schon wirklich eines der Lowlights. Aber ganz ehrlich, ich bin, also als dann Caroline Herford in, ich glaube, Folge 5 oder 4 am Ende stirbt, habe ich so gedacht, was soll denn das? Das hätte man doch noch in die zweite Staffel irgendwie tragen. Und das ist auch so ein unspektakulärer, nichtssagender Tod. Ach hier, oh ja, jetzt hat er einen Schuss aus Versehen abgefangen. Vorher. Ja gut, jetzt haben wir die erschossen, jetzt stirbt die mal in Zeitlupe. Schade, ist sie weg. Das ist ja, vor allem, dass man noch diese kleine Geschichte mit ihrem Bruder, das verstehst du, Prümis, man hat ja auch nur 6 Folgen und dadurch kann man nur viele Dinge anreißen. Ja. Man hat ja auch nie so wirklich groß ein Exposé drüber gemacht, was jetzt mit diesem Typen ist, den Schweighöfer da kennengelernt hat, der die ganzen Codes hat etc., sondern das war immer nur so eingeschoben und so. Ja. Und der hat letztendlich den Code und so. Es sind jetzt nicht so kleine Nadelstiche, die man da so reinsetzt, aber keine Ahnung, es gibt doch so bescheuerte Szenen, weiß nicht, permanent hat er auch immer so wie so eine Art Tinnitus und das im Kopf oder so, weil er irgendwie gestresst ist oder so, aber das wird einfach nur so angeteased, ist nicht da, dann ist er doch wieder der Superman und rennt rum oder so, also weiß ich nicht. Ich weiß, das Problem ist halt, ich habe halt größtenteils den Kopf ausgeschaltet und habe es einfach so mir ergehen lassen. Ja. Hätte ich jetzt darauf geachtet, zum Beispiel wie Jan mit Logikfehlern, dann hätte ich sie aber ziemlich beschissen gefunden, also Ich finde es trotzdem immer noch gut, dass es sowas gibt. Es ist mutig, ja, und es hat man mal jemand sich getraut. Und das Ding ist, ich glaube auch, dass Amazon der richtige Weg für sowas ist, weil, ganz ehrlich, ich glaube halt, wenn die erste Folge auf, ich meine, sowas könnte man auf RTL oder so, Pro7 zeigen. Ja. Aber ich glaube, da würde nach der ersten Folge hätte wahrscheinlich auch, würde man nicht mehr dranbleiben, hätte vielleicht keinen Bock mehr oder so, weil es jetzt noch nicht der Killer ist oder so. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die ist für Streamingdienste geschrieben. Genau. Man ist ja auch zeitlich viel gebundener, wenn man es im Fernsehen guckt, weil da musst du es dann am Montagabend, meinetwegen, musst du am Montagabend gucken. Und bei Amazon, da können sie ja sagen, ah ja, in den ersten Monaten, da haben sie zwar nicht so viel geklickt, aber dann im nächsten halben Jahr, da haben sich noch so viele Zuschauer zusammengefunden, ist doch geil und so und was weiß ich. Und bei Pro7 ist es dann halt einmal gelaufen und wenn du es da nicht geguckt hast, hast du Pech gehabt. Ja, das ist jetzt generell auf Serien, aber ich glaube wirklich, dass...
eine US-Serie, glaube ich, einfach noch das besser gemacht hätte als zum Beispiel You Are Wanted. Und das würde wahrscheinlich untergehen, von daher. Ich weiß nicht, ich finde You Are Wanted. Das Problem, das ich mit deutschen Produktionen meistens sowieso habe, das ist einfach, die englischen Serien, die werden bei uns nachsynchronisiert, die deutschen werden mit Ton aufgezeichnet und du merkst auch da alleine schon Welten. Und da habe ich teilweise tatsächlich schon gedacht, wieso habt ihr jetzt bitte eine Kamera mit Mikrofon benutzt? Das nächste Mal synchronisiert ihr diesen Film, diese Serie doch bitte einfach nach. Das ist wesentlich besser. Haben die, glaube ich, sogar teilweise. Also in manchen Szenen hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das nachsynchronisiert war, weil auch die Lippen... Ja, ich glaube, gerade die Szenen hier, wo Caroline stirbt am Teufelsberg, so, das ist schwierig mit dem Ton. Also das haben sie bestimmt nachgedreht. Aber, weiß nicht, ich glaube, das Problem ist einfach... was ich mir gedacht habe, ist, hätte man jemand Unverbrauchtes genommen, ja, an diese Serie, dann wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber man hat natürlich halt Schweighöfer und Schweighöfer. Also hätte man vielleicht einen jungen Regisseur die Sache in die Hand gegeben, wäre das vielleicht anders ausgesehen, ja. Deswegen, von vornherein wusste ich halt, es wird eine Schweighöfer-Serie. Ich fand das jetzt wirklich, ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie in seinen ganzen Film sonst, weil da ist er so eine Schmalzbacke und ich möchte nur reinschlagen. Ja, das ist jetzt nicht der Fall, sondern ich fand das schon irgendwo cool. Aber ich weiß nicht, wisst ihr, ich denke halt, weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, er hat einfach, Schweighöfer würde halt das Geld bekommen von Amazon und andere halt nicht, weißt du, das ist halt die Schale drum irgendwie. Ich fand ein bisschen schade, dass für mich waren die sympathischsten Charaktere eigentlich die eine Arbeitskollegin von seiner Frau, die diese Spanierin oder Französin war es, glaube ich, und die Polizeikommissarin, die ich aber total fehlbesetzt fand. Aber die Figur fand ich zumindest, die war irgendwie mehr oder weniger so als heldenmäßig so ein bisschen geschrieben. Also sie fand ich auf jeden Fall als sympathischer als Figur geschrieben als Matthias Schweighöfer selbst, weil das war so die ein bisschen misstrauische Polizistin, die alles so ein bisschen hinterfragt, manchmal auch ein bisschen Blödsinn redet, aber trotzdem, das war ja bei allen. aber ich fand die Schauspielerin, ich gehört das hin. Da möchte ich jetzt nicht nochmal darüber so viel reden, aber naja, ich weiß nicht, ich konnte nicht weggucken von diesen Augen. Ich weiß nicht, ob sie ein Glasauge hat oder so. Es ist ja auch in Ordnung, aber ich meine, das ist jetzt nicht so die ultimative große Schauspielerin vor dem Herrn gewesen, meiner Meinung nach. Da hätte man doch auch jemand anders nehmen können. Nur Haten, ja, nee, ich fand ja die Figur halbwegs gut geschrieben. Ich fand auch die Dynamik mit ihrem Kollegen nicht so schlecht. Also das fand ich schon ganz unterhaltsam. Ich fand generell diese Polizeisache mit dem Kollegen, das fand ich schon ganz okay gemacht, fand ich. Das war echt nicht so schlimm. Ich fand auch cool, das habe ich auch das habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne verfolgt. Also wenn die da so längere Szenen hatten, habe ich die Serie voll und ganz genossen. Ansonsten, wie ich vorhin sagte, immer mal wieder so Passagen, wo ich mich ein bisschen schwerer getan habe. Ja, ich fand auch die andere Frau da bei der Einheit gut, mit der Typ da was gehabt hatte und die sich beide da dann immer die Schwarze, die dann immer am Computer sitzt die ganze Zeit, die fand ich auch ganz ganz gut. Also ich fand diese ganze Dynamik in der Polizei, das war auf jeden Fall das, wo ich am ehesten dabei war. Welche Szenen, glaube ich, für mich immer am schwierigsten waren und sich am meisten gezogen haben, waren alle Szenen, wo es um seine Familie geht, wo irgendwie die Frau mit dem Kind allein zu Hause ist oder sie mit dem Tom Beck dann irgendwie weg ist oder das Kind an seinem Tablet sitzt und dieses Spiel spielt und so, da habe ich immer gedacht, mein Gott, das kommt mir gerade vor, als würde das um 20 Minuten gehen oder so. Und das ist so, ich weiß, das wird viel gemacht in Serien, aber mir gibt das meistens nicht so viel. Und auch eine Sache, die ich ganz schlimm finde, ich kann es nicht verstehen, es wird sau oft in Serien und auch Filmen gemacht, die einen ähnlichen Handlungsstrang haben, dass ein Typ, den man irgendwie von der Bildfläche verschwinden lassen will, erstmal in so eine Klapse eingesperrt wird und dann da festgeschnallt wird und so. Das finde ich immer so lahm, weil du weißt sowieso, in einer Folge oder in einer halben ist der da raus. Es passiert meistens nichts in dieser Klapse, außer dass man wartet, wie er jetzt da rauskommt. Es ist, also, und es, ich habe in letzter Zeit, ich habe gefühlt in letzter Zeit irgendwie 5 oder 6 Sachen gesehen, wo auch irgendwie wieder, also allein Iron Fist zurzeit auf Netflix, gibt's auch am Anfang so eine Passage, wo er dann auch in eine Klapse ist für eine halbe Folge oder so oder sogar länger und ich mir auch denke, was soll das denn wieder? Das ist doch in Ordnung, wenn die meinen, den da reinzutun, aber dann muss ich mir das doch nicht eine halbe Folge angucken, dann können die doch währenddessen was anderes zeigen oder so. Also ich finde das total, da jemanden irgendwie so halb benommen auf dem Bett geschnallt zuzugucken, das bringt mich jetzt an der Stelle irgendwie nicht weiter, finde ich. So. Aber Katrin Bauerfeind? Katrin Bauerfeind hat mich sehr gefreut, dass sie da war. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde, vielleicht
hat man auch die falsche Szene genommen. Vielleicht hat sie einen besseren Take gehabt, aber ich verfand auch sie jetzt nicht so wahnsinnig glaubwürdig, ihre Rolle. Ich fand, das war so ein bisschen aufgesagt irgendwie. Also hat mir auch leid getan an der Stelle. Vielleicht hatten sie nicht genug Geld, um das irgendwie 5-mal zu drehen und haben beim 2. Mal gesagt, ja, nehmen wir so. Keine Ahnung. Ich mag Katrin Bauerfeind sehr gerne, aber ich sehe sie lieber, wenn sie irgendwo einfach sitzt und redet, was sie will und nicht irgendwelchen blöd aufgeschriebenen Text aufsagen muss. Also ich fand, ihr Auftritt war jetzt nicht so. Ich fand die Szenen, wo sie nicht gesprochen hat am Anfang, wo wir sie da sehen mit ihrer Schaltkarte und so weiter, die fand ich ziemlich gut. Aber nur diesen einen Dialog da auf der Treppe, den fand ich blöd, den sie, glaube ich, mit Matthias hat dann oder so. Das fand ich jetzt nicht so doll. Das ist alles blöd. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe doch schon ein paar Sachen gesagt, die ich gut fand. Ich habe gesagt, ich fand Caroline Herford toll. Da sagst du, na, weiß nicht. Nee, ich fand halt, weil du hast gemeint, dass sie die Einzige war, die gespielt hat vernünftig. Und wie gesagt, ich könnte halt entgegenhalten, dass sie overacted hat. Und die anderen waren okay. Jetzt sagen wir Katrin, so, wir sind uns darüber einig, dass ihre Rolle am wenigsten zu den anderen gepasst hat. Also ihr Schauspieler. So, Caroline hat sich sehr viel Mühe für ja, ihre Rolle gegeben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das kann man vielleicht sagen. Auch zu viel. Ja. Aber ich habe ihr auf jeden Fall gerne dabei zugeguckt, was sie macht. Das kann man ja auch über Nicolas Cage sagen manchmal. Guckt man gerne zu, ob das jetzt unbedingt wirklich gut ist. Was zum Beispiel, ich glaube, den letzten Film, den ich mit Nicolas, also wo er war, das war dieser echt furchtbar schlechte Snowden-Film, Oliver Stone. Den fand ich echt scheiße, den Film. Den habe ich bis heute nicht gesehen. Ich weiß, dass er vor kurzem aber in einem ganz guten Film mitgespielt hat, Joe, den wollte ich noch unbedingt gucken. Den, aber was ich sagen wollte, ja, ist, dass Nicolas Cage da mitspielt, eine kleine Rolle hat und der ist der coolste eigentlich in dem ganzen Film, finde ich. Auch wenn er kurz war. Nicolas Cage delivered. Der Rest bei ist Snowden meinst du jetzt? Bei Snowden, da findet Nicolas Cage vor. Anyway, Punkt ist jedenfalls, dass ja, aber ich finde, die Sache, diese Caroline-Sache ist natürlich auch wieder so eine Sache. Weißt du, du hast halt diese mysteriöse junge Dame, die dann da dieses Taffe mit dem Motorrad rumfahren. Ich finde auch ihren Hintergrund hat man jetzt nicht so alles verstanden, oder? Was da sie ist halt einfach da und sie hat diesen Bruder. Ja. Der Nudeln aus der Dose gerne isst. Sagen wir mal so. Man hat halt sehr viel reingequetscht innerhalb von, immer sehr viel reingequetscht in 6 Folgen, fand ich. Das ist, glaube ich, also, aber da sag ich's ganz ehrlich, mehr als 6 Folgen hätte ich jetzt auch nicht davon mir geben können. Also, weiß ich nicht. Es wäre ganz geil, wenn er in der 2. Staffel dann irgendein Muscle-Sidekick oder so, meinetwegen sollen sie doch Ralf Möller oder so holen und dann, der darf dann die Action-Szenen. Also, findest du das jetzt so abwegig? Ich finde, das ist jetzt, dass der Schauspieler ist jetzt nicht so weit unter dem Niveau war. Ralf Möller. Hallo, der hat den Gladiator mitgespielt. Großer Hollywood-Star. Ralf Möller hat man auch bei Pudelmützen-Rambus reingesteckt. Ich finde, das ist immer noch ein Film, den wir unbedingt sehen sollten in der Trash-Ecke. Nein, ist mein Scherz. Vielleicht. Wir gucken irgendwann mal Samurai-Cop, finde ich. Anyway, ich finde, ich finde es irgendwie schon wieder schade, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf die 2. Staffel. Ja, die dauert ja auch noch ein bisschen. Bis dahin. Ja, dass die Serie auseinandergenommen wurde, weil letztendlich muss man sagen, was übrig bleibt, ist, dass eigentlich ist es doch enttäuschend. Nee, enttäuschend würde ich gar nicht sagen, weil ich habe nicht so eine hohe Erwartungshaltung gehabt und ich habe mich einfach gefreut, dass es eine deutsche Genreserie gibt. Und ich finde jetzt auch, also im Vergleich mal, finde ich, es gibt auch ganz viele amerikanische Serien, die in diese Schiene sind, die auch nicht besser sind oder zumindest in vielen Belangen nicht besser sind. Andere machen sie dann vielleicht besser, aber viele dann auch wieder schlechter. Und da finde ich, muss ich You Are Wanted so rein, was die Produktionsqualität angeht, nicht wirklich verstecken. Das ist halt so, dass ich generell solchen Serien mit, sagen wir mal, mehr oder weniger Logik und so, die Handlung ist nicht so gut geschrieben und die Charaktere sind jetzt auch nicht so gut ausgearbeitet. Die finde ich meistens so mittelgut. Und da finde ich, hat You Are Wanted auf jeden Fall, die muss ich da nicht hinten anstellen, finde ich. Da gibt's durchaus auch aus anderen Ländern Sachen, die genauso, sagen wir mal, blöd an einigen Stellen sind. Sagst du? Ja, sag ich. Ja, also ich meine, für mich ist das auch so das Gleiche wie so, ich war auch nie der 24-Fan, aber ich meine,
das war, was ich gesehen habe, war immer solide Unterhaltung. Letztendlich, ja, genau. Da wäre genauso viel, über was man sich, glaube ich, echauffieren kann. Ja, oder vor allem in den späteren Staffeln, wo es dann irgendwie immer wieder gefühlt das Gleiche war. Ich habe es, glaube ich, bis Staffel 5 oder so geguckt oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger und dann irgendwann war es wirklich immer nur, alle 10 Folgen ist so dasselbe passiert. Jan wollte was sagen. Ja, also 24 wird zum Beispiel zu den Serien, die ich boykottiert habe damals und auch weiterhin boykottieren werde, aber bei You Are Wanted, ich finde, wenn ich habe diese Serie halt als deutsches Experiment gesehen. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, wir haben in Deutschland einfach kein wirkliches Genre-Serienkino. An Filmen versuchen sie sich jetzt öfter und ich finde so, die werden auch teilweise Stück für Stück immer besser. Und man sollte halt diese Genre-Serien insofern unterstützen. Ich fand den Unterhaltungswert fand ich hoch. Ich habe die Hälfte der Serie habe ich Sonntag auf Montag Nacht geguckt und den Rest der Serie habe ich am Montag dann vormittags geschaut. Und heißt, ich habe sie auch sehr schnell hintereinander weggeguckt. Das habe ich bisher, wenn ich mal mich zurückerinnere, bei Fear of the Walking Dead habe ich mich gezwungen, sie zu Ende zu gucken. Das war bei dieser Serie überhaupt nicht. Und ich finde, man sollte dieses deutsche Serienkino einfach mal unterstützen, weil es ist nun mal in den Kinderschuhen. Und ich denke, wenn man in das amerikanische Crime-Kino geht, das ist ja nun mal mit einer der größten Bereiche überhaupt, die Amis da drehen, wenn man sich da die Kinderschuhen-Serien anguckt, denke ich, sind die teilweise sogar wesentlich schlechter, als jetzt diese You Are Wanted-Serie von sich behaupten kann. Sehe ich genauso. Ja. Ich hoffe halt, dass halt das vielleicht etwas nachzieht, nämlich einfach, dass andere Leute noch die Chance haben, sowas zu machen und nicht halt. Also ich meine, es hätte noch schlimmer werden können. Wir hätten Til Schweiger haben können. Dann hätte ich die Serie auch nicht geguckt. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die zweite Staffel so wird wie. Ich glaube nicht, dass man groß im bescheidene Wort jetzt improven wird. Ich glaube nicht, dass man da. Es wird, glaube ich, in dieser Art so bleiben. Weil ich glaube, das Feedback ist eigentlich ganz okay, größtenteils. Weiß ich nicht. Ja, ich schließe mich ja an. Er hat recht. Man sollte einfach das unterstützen und man sollte es die Chance geben. Das haben wir gemacht. Man hat ja nicht alles falsch und man hat vieles falsch gut gemacht, aber man hat auch vieles nicht so gut gemacht. Wie gesagt, ich finde das Ende halt einfach nur beschissen. Also es geht nicht darum, was passiert, sondern ich finde einfach, wie das inszeniert wird mit diesem heroischen, er drückt auf die Enter-Tasten, ist rausgeschickt, dann zoomt die Kamera so nach oben, diese pathetische Musik. Mir kommt fast das Kotzen. Also das war unfassbar schlecht. Da habe ich wirklich gedacht, mein Gott, seid ihr scheiße. Aber gut, wie gesagt, ich hätte gern so einen fiesen Twist gehabt. Ich glaube, ein anderer Regisseur hätte das vielleicht gemacht, aber nicht Mats Schweighöfer. Schweighöfer geht halt nur mal sicher. Was ich übrigens sehr mochte, das muss ich jetzt mal sagen, ist, ich fand diesen Trailer, also der am Anfang, wo die das Credits draufstehen, fand ich mal sehr schön. Den fand ich gut gemacht übrigens. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Den ganzen Soundtrack fand ich soweit ziemlich gut. Ja, den hat übrigens auch Matthias Schweighöfer teilweise selbst mitgeschrieben. Also der hat sich auch musikalisch. Matthias macht alles. Der macht alles. Der macht die Maske. Der ist überall. Der macht alles in seiner Produktionsfirma selbst. An der Stelle aber möchte ich auch nochmal sagen, ich hoffe eben auch, dass, wie du auch schon mal gesagt hast, das ist so die erste halt. Das ist jetzt ein Pionier gewesen und vielleicht wird er durch die Tür geöffnet für andere Filmemacher deutscher Herkunft, wie zum Beispiel, ich hau jetzt einfach mal einen Namen raus, den wir in letzter Zeit hier besprochen haben, Maren Ade, die ja Toni Erdmann gemacht hat. Den Film habe ich ja jetzt nicht so abgefeiert, aber ich finde ihren Stil vor allem sehr interessant und würde auch gerne sehen, wie die zum Beispiel eine Serie macht. Können ja auch meinetwegen nur 6 Folgen sein erstmal oder so, die dann vielleicht ein bisschen eher charakterbasiert ist und einfach so einen gewissen schwarzen Humor dann auch hat und so weiter. Sowas würde ich mir auch gerne angucken. Oder Uwe Boll. Nee. Das doch. Uwe Boll wäre awesome. Nee, ganz ehrlich, der hat schon genug Geld für Scheiße gekriegt in seinem Leben. Nee, mal vor Uwe Boll und in der Hauptrolle dann Ralf Möller, das wäre der Shit. Hat Uwe Boll nicht sein Amt niedergelegt kürzlich? Hat er nicht gesagt, ich mache keinen... Wenn Amazon kommt und mit den Millionen winkt, dann wird auch ein Uwe Boll sagen, okay. Ja. Ey, wenn Amazon kommen mit den Millionen wegen, dann sollte man die als geschäftsuntüchtig erklären. Weißt du, das Ding ist ja, Uwe hat ja immer gemeckert, dass er kein Geld hat. Würde er Geld bekommen von Amazon, würde er bestimmt einen Film machen. Ja. Ja.
Ganz bestimmt. Uwe Boll übrigens, der Mann hat einen Doktorabschluss. Der würde dann den Metal Gear Solid Film machen oder irgendeine Videospiellizenz, die er begünstigt kriegt und dann so. Genau, der macht Sneak-Film, das heißt, du siehst dann 2,5 Stunden lang eine Person, die durch irgendwelche Gänge schleicht und nicht gesehen werden darf. Ja. Da mache ich aber auch mit. Also wenn man mir das bezahlt, bin ich auch bereit, so einen Film selber zu drehen. Das ist sehr nett von dir. Schauspieler, weil schleichen könnt ihr, da eh alles dunkel ist, erkennt man euch nicht. Also. Jan bietet sich an, Amazon. Nur mit Watchstar. Amazon, wenn ihr Jan erreichen wollt, dann schreibt eine E-Mail an watchstuff@web.de, betreff Jan als Filmemacher. Und oder Jan für Amazon oder Jan vor Amazon, wir wissen dann schon, was gemeint ist. Und ich brauche das Geld von Netflix, ich bin da nicht so. Okay, ja, gut, das hättest du jetzt vielleicht in einem anderen Satz sagen sollen, weil jetzt sind sie an Amazon-Leute natürlich angepisst. Ja, auch wenn sich dafür mehr Netflix-Leute melden, sage ich auch nicht. Was ist eigentlich mit, wollte Netflix nicht irgendwann was Deutsches produzieren? Och, kommt sicher noch. Ich weiß, dass sie haben ja jetzt mehrere Filme mit Werner Herzog schon gemacht. Das finde ich auch sehr positiv. Ich mag ja Werner Herzog ganz gerne. Zumindest die Sachen, die ich so von ihm kenne. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch noch irgendwas kommen wird. Die Frage ist jetzt, Netflix hat jetzt ja auch seine ersten Schritte und in die ersten Fußstapfen in das japanische Anime-Kino gesetzt. Oh, aber das, da würde ich sagen, da haben sie schon viele. Also das ist ja schon seit über einem halben Jahr. Serie komplett produziert. Also die haben eine Spin-Off-Serie, die ist komplette Netflix-Produktion. Ja, aber das glaube ich auch nicht, die erste. Ich meine, das wäre jetzt schon die dritte oder vierte Anime-Serie, die glaube ich, gemacht haben. Ja, ich habe bisher nur von der was mitbekommen. Also, die Frage ist jetzt, ja? Bleiben wir jetzt bei You Are Wanted und geben wir eine Note und sagen, man hat sich bemüht, oder sagen wir, es ist eine gute Leistung oder es ist eine befriedigende Leistung? Ich sage, es ist eine befriedigende Leistung. Ich finde, also, wenn man bedenkt, wer die beteiligten Leute sind und dass wir, glaube ich, alle keine Fans von Matthias Schweighöfer Produktion waren, ist es eine befriedigende Leistung. Ja. Ja, ich sehe es eben als ersten Versuch des deutschen Genreserienkinos und dafür musst du große Namen nehmen, dafür musst du Publikum gewinnen und das geht nur Absolut. Über große Namen und dafür war es ebenfalls eine befriedigende Leistung. Und die Marketingkampagne war ja auch super. Also wie lange hat Matthias Schweighöfer jetzt Werbung für Amazon gemacht? 2 Jahre oder so? Ich weiß nicht, ob das alles jetzt darauf hingearbeitet hat, aber das war ja schon ziemlich smart, dass man ihn halt viel dann auch mit Amazon in Verbindung gebracht hat immer. Und wenn wir jetzt immer für Amazon Werbung machen, dürfen wir dann auch eine Serie machen, oder? Ja, yeah, aber erstmal Jan, der hat sich ja hier Jan schon... Jan darf jetzt seine Metal Gear Solid Schleichfilm machen. Okay, gut, an dieser Stelle wäre es dann auch das für heute erstmal gewesen mit Spoiled und ja, wir verabschieden uns und wünschen euch viel Spaß bei den anderen Serien und Filmen, die ihr jetzt erstmal so gucken werdet. Wir melden uns spätestens mit der 2. Staffel von You Are Wanted wieder. Guckt eigentlich jemand, wo wir sehen sind, diese Serie jetzt bei Netflix, diese mit diesen toten Mädchen, irgendwas? Yes, werde ich auf jeden Fall anfangen. Die hat ja bis jetzt recht gute Besprechungen und so gekriegt. Die hat eine sehr gute Bombenkritik. Ja, ja. Also, des Jahres oder so. Also, ja, Serie des Jahres ist ja jetzt vielleicht ein bisschen früh. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Leute gesagt, Saga. Ich hab's gelesen. Morro, guckst du dir die an? Dann legen wir uns jetzt schon fest, dass wir darüber auch dann das Spoiler machen. Ich schau mir die an, ja. Ja gut, dann machen wir demnächst in den nächsten 2-3 Monaten auch eine Spoiled-Ausgabe dafür. Da müssen wir gucken, weil die ist halt lang. Die hat halt irgendwie 13 Folgen und jede geht eine Stunde. Also ja. Die ist schon ein bisschen länger. Ja. Kriegen wir hin. An. Das war Spoiled. Bis you dann. Wanted, ich sag yay. Ich sag, oh. Ich sag, sind wir endlich fertig?